Du möchtest mit deiner DJI-Drohne vielleicht mal den Ton aufnehmen während des Flugs, damit das so klingt. Das Einzige, was du aber hast, ist tatsächlich eine leere Videospur. Also nicht die Videospur ist leer, sondern der Ton ist einfach nicht da. Ja, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Und wenn du mit einem externen Mikrofon aufnimmst, vielleicht mit deinem Smartphone, dann klingt das Ganze eher so. Aber wie kommt man von zu dem? Ganz einfach, ich zeig's dir. Da keine DJI-Drohne ein Mikrofon hat, sondern einfach nur tolles Video aufnimmt, habe ich mir gedacht, ich könnte ja hier dieses Funkmikrofon nehmen und mit meinem Smartphone den Ton aufnehmen. So weit, so gut. Aber die Funkmikrofone hier, die Synchros, haben ja keinen Windschutz. Bedeutet, Problem. Also habe ich mir gedacht, bist du clever, nimmst hier die Bauchbinde von der DJI-Drohne für das Nachtlicht und klemmst von hier von Maono diese Dinger da dran. Ne? Das ist auch sehr, sehr cool. Also ich wollte das ein bisschen straffer machen, dann hätte das so ausgesehen. Jetzt war ich ja so super schlau, habe alles mitgenommen, habe aber kann doch nicht sein. Das Nachtlicht vergessen, das Positionslicht. Also, ja. Was tun? Möglichkeit A, zurückfahren. Möglichkeit B, und ich bin immer für B, improvisieren. Ich hätte auch zurückfahren können. Auf jeden Fall habe ich dann hier die Füße, die Beinverlängerung dran gemacht und das Funkmikrofon einfach an die Beinverlängerung dran gemacht. Bedeutet aber, der Zuladungsmodus wird aktiviert. Ich weiß nicht, ob es am Gewicht des Dings hier liegt, aber sobald Gewicht an der Drohne ist, steht da Gewicht erkannt. Zuladungsmodus kannst irgendwie nur 45 Meter weit weg und 15 Meter hoch. Maximum Flight Distance Reached. Aber in der App kannst du tatsächlich den Zuladungsmodus deaktivieren. Ob du das auch kannst, aber in der neuesten Version, die ich hier habe, das ist 1.5.1.0 mit der Firmware, die sagenumwobene Firmware, die ich hier nochmal einblende, kannst du tatsächlich diesen Zuladungsmodus ausschalten. Natürlich gibt es auch den Gegenpart dazu, den Empfänger. Ja? Den kannst du mit einem Adapter an dein Smartphone anschließen oder ich habe jetzt hier so einen eigenen Audiorekorder benutzt und so kannst du dann tatsächlich die Tonspur von der Drohne aufnehmen. Und jetzt wird auch ein Schuh draus, warum DJI den Ton einfach nicht aufnimmt. Du hörst nur das Motorengeräusch und es ist total, wie kann man nervig nett umschreiben, man muss es lieb haben. Finde ich ganz cool, bei FPV kennt man das, weil da ja meistens eine GoPro drauf ist, die ja automatisch ja auch den Ton aufnimmt. Ja, und natürlich ist es bei DJI Videodrohnen nicht erwünscht, diesen nervigen Ton zu haben. Daher hat DJI sich sicherlich dazu entschlossen, um Gewicht zu sparen, beziehungsweise Bandbreite zu erhalten von der Datei, ja, brauchen wir nicht. Aber so könntest du das vertonen. Wovon du dich definitiv verabschieden musst, ist, dass du eine schöne Naturaufnahme mit der Drohne machen kannst. Vergiss das. Die ist in der Luft super laut. Ja, und jetzt kommst du. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass mir ein Like. Wenn es dir nicht gefallen hat, zwei Likes, ein Abo. Weißt du, wäre mein größter Lohn. Würde mich freuen. Lob, Kritik, Anregungen in die Kommentare. Ich verlinke, wo ist es, das Mikrofon hier auch gerne nochmal, wenn du da Bock drauf hast. Das Ding ist ein wirklich gutes Mikrofon. Am Anfang hast du den Ton gehört und ich habe jetzt gewechselt, damit du ja das Ding auch im Bild sehen kannst. Also, in dem Sinne, viel Spaß beim Nachmachen. Vielleicht ist es ja genau das, was du schon immer machen wolltest und stay tuned.